Seeberg. Du hast eine steile Karriere hinter dir von Verbotene Liebe bis nach Los Angeles. Da lebst du jetzt, ja? Da lebe ich manchmal, ja. Wenn ich nicht gerade irgendwo anders arbeite, dann lebe ich da. Ja? Und jetzt hast du einen 44-Stunden-Flug hinter dir aus Los Angeles bis Düsseldorf, ja? Ehrlich gesagt, ich habe nicht mehr gezählt irgendwann. Ich bin am Dienstagabend weggeflogen, ja? In Los Angeles um 21:45 abends. Und bin dann am nächsten Mittag in Halifax angekommen, habe dann alle Koffer zusammengepackt und bin dann am Mittwoch weitergeflogen und bin dann halt gestern irgendwann angekommen. Ja, über Halifax. London. Yes. Ist Halifax schön? Halifax ist schon schön, ja. Die Landschaft vor allem ist ja schön. Eben, das sieht man. Ist ja nicht so eine große Stadt, ne? Also ja. Eher klein. Ja, ist das schon Kanada? Aber ist sehr schön. Oder noch USA? Nee, ist schon sehr Kanada. Es ist richtig Kanada, nur richtig Kanada. Kanada. Ja. Ja. Peggy's Cove kennt man ja. Ne? Ja, leider. Immer bei Flugzeugabstürzen sieht man das. Dummerweise. Das ja. Ist Air 111, ja. Das merkwürdig. Ist gar nicht so schön. Aber es ist eine traumhaft schöne Landschaft da, wirklich. Jetzt? Lohnt sich dahin zu fahren. Ja, das, also ich denke, also ich bin immer begeistert, wenn ich diese Fotos von da sehe. Jetzt dieser Film Großstadt-Sheriffs, da sind wir natürlich auch sehr stolz, weil der Regisseur dieses Films ist ein lieber Kollege, der hier bei uns angefangen hat. Ich weiß. Steven Manuel, heute Abend auch hier bei uns. Hier, hallo Steven. Steven? Ja, hat hier bei uns angefangen. Großen Film nach dem anderen, demnächst einen großen Kinofilm und so. War er nett zu dir bei der Arbeit? Er war so extrem nett, dass ich danach irgendwie gar nicht mehr loslassen wollte. Ich wollte ihn dann unbedingt in Kanada haben und netterweise hat er sich dann bereit erklärt, auch bei der Serie, die ich in Kanada gedreht habe, auch Regie zu führen. Wirklich? Was ist das für eine Serie? Das war Lex the Dark Zone. Lex the Dark, das ist überall in der Welt erfolgreich, nur nicht in Deutschland, oder? Ist das richtig? Ja, in Deutschland, es läuft ja gar nicht. Das hat er sogar nicht die Chance, erfolgreich zu werden. Ja, aber hat man es nicht versucht, hier zu zeigen, irgendwie bei Sat.1 oder so? Ja, man hat es versucht, nicht bei Sat.1. Ja? Das war wahrscheinlich der Fehler. Wo lief es dann? Es lief auf RTL 2. Was ist das? Es ist eine Science-Fiction-Comedy. Ja. Mit einem sehr dunklen, schwarzen Humor. Aha. Und ich muss gestehen, in der Übersetzung kommt es auch wirklich nicht wie im Original. Verstehe. Also manche Sachen lassen sich einfach nicht so gut übersetzen. Oder vielleicht haben wir nicht genug Geld ausgegeben für die Übersetzung. Ich weiß nicht. Gut, aber es läuft in 116 Ländern und das müsste ja für den Anfang mal genügen. Ja. Oder? Ja, mir reicht's. Also finde ich doch ein großer Erfolg. Es wäre natürlich schön, wenn es auch in Deutschland laufen würde. Weil hier kriegt man davon dann nichts mit. Hier ist es dann immer nur, ja, Xenia Seeberg ist seit 3 Jahren verschwunden. Ja, was macht die denn eigentlich? Ja, und dabei drehst du eine Sendung, die und heißt Lex. Ja. Lex hat noch, geht noch weiter, oder wie? Lex the Dark Zone. The Dark Zone. Lex the Dark Zone. Jetzt zeigen wir mal einen Ausschnitt aus Großstadt-Sheriff. Regie Steven Manuel und Xenia Seeberg in der Hauptrolle. Geiler Film. Wirf das verdammte Ding weg! Jetzt! Oder so. Versuch abzudrücken. Gib mir einen Grund. Versuch du es doch. Lauf. Lauf mich ab. Lass mir einfach das Gehirn raus. Wartest du? Kratzi unter kleiner Ami nicht? Bist du Kabel, schießt dich auf Frauen oder was? Los, mach schon! Okay. Wenn ich dir ein bisschen helfen müsste. Natürlich hatten wir Doubles, also für alle Notfälle haben wir auch Doubles gehabt. Ja. Aber die meisten Schauspieler sind ja schon darauf erpicht, eigentlich so viel wie möglich selber zu drehen. Und das war ich dann auch. Und deshalb habe ich dann also sehr viel vorher geprobt. Was? Und wir hatten also Stunt-Training, also sehr professionelles. Ja. Und das habe ich dann so eine Zeit lang jeden Tag gemacht. Also was Taekwondo. Ist das für ein Akzent, den du da sprichst? Es ist polnisch. Ist das ein polnischer Akzent?
wie nennen wir das? Ja, ich habe mir das überlegt, dass das ganz gut wäre für den Film. Ach so. Wenn ich ja eine polnische, eigentlich Einzelkämpferin spiele. Ja. Und habe mir dann auch meinen Hintergrund überlegt, also warum sie zu dieser harten, also warum sie ein sehr harter Charakter ist. Warum? Weil das kennt man ja bei mir eigentlich nicht. Ne? Nee. Weil in Deutschland ist es ja üblicherweise so, dass man immer denkt, die spielt immer die süßen, sexy Rollen. Eben, das hört man häufig. Eben, ja, hört man häufig, sehr richtig. Und jetzt war es auch Zeit, dass das endlich mal korrigiert wird. Und deswegen war ich Steven auch sehr, sehr dankbar, dass er also gesehen hat, dass vielleicht noch was anderes in mir steckt. Und das heißt, eine polnische... Und sie war also sehr, sehr straight, sehr kalt. Die von einem Schwarzen erschossen wird. Weihnachten bei RTL. Na, oder kommen wir Deutschen da auch schlecht weg? Kommen wir da schlecht weg? Es sieht da schwer spannend nach Action aus. Ja, oder? Ist wirklich ein genialer Actionfilm, also ich kann ihn sehr empfehlen. Also, wir auch. Xenia Seeberg in der Hauptrolle in einer völlig harten Variante. Wir alle kennen sie bisher als zarte, einfühlsame kleine Schlampe aus Verbotene Liebe. Jetzt auch noch, das war frohe Weihnachten, gutes neues Jahr. Als Rolle meine ich. In Verbotene Liebe war das ein bisschen toll, ja? Jetzt Chosen B. Smith mit I Wish You a Merry Christmas. Ciao.